wie ist das eigentlich mit den Augen in den Skulpturen? Sehr oft sind es ja Löcher im Gesicht. Das ist der eine Typus, der auch am meisten irritiert. Und der andere Typus von Augen sind die geschlossenen Augen, die man vor allem in den Köpfen, in den Frauenköpfen sieht, aber auch in den Fremden, in den Keramikfiguren auf dem Dach. Wie sieht es aus mit den Augen? Schlecht. Das ist somit das Schwerste, was man machen kann, nämlich in totem Material ein Leben reinzukriegen. Und immer wenn ich denke, jetzt lebt dieser Kopf, dann höre ich auf. Dann mache ich auch nicht weiter. Im Prinzip passiert das sehr schnell. Also die Wichte, die so ein bisschen höher da hängen, das waren dann Männer, die können dann auch schon mal eine Flasche in den oder ein Rohr ins Auge gestochen haben. Also dieser aggressive Blick ist eigentlich relativ einfach. Es gibt ein paar klassische Formen, wie man in Skulpturen Augen macht. Immer eine Iris mit so einem kleinen Dreieck rausgeschnitzt, das ist mir alles viel zu viel Arbeit, weil diese Wichte sind im Prinzip nach einer Stunde beendet. Und wenn man Glück hat, dann leben die auch nach dem Guss und nach der Patina. In dem Fall habe ich auch die Patina selber gemacht. Also das kann man so ein klein bisschen steuern. Und das Prinzip war immer, wenn also ein totes Material ein Leben hat, und der Blick ist eben der Zeichen für Leben, selbst Fotografen haben Schwierigkeiten, das einzufangen, dann höre ich meistens auf. Bei Frauen ist das sehr viel schwieriger. Also da dachte ich, der gesenkte Halbschlafblick wäre das Richtige. Aber man kann es nicht richtig, man kann es nicht fassen. Es gibt ja auch Köpfe, die schief gehen und die kommen dann nicht in die Ausstellung. Das wird immer vergessen, es wird ja immer nur das Schönste gezeigt. Und die Fehlschläge, die verschwinden dann in der Mülltonne oder im Lager. Aber wie gesagt, so richtig dran gebastelt habe ich noch nicht. Der Vater Staat hat andere Augen. Da kann ich mich jetzt, habe ich jetzt nicht vor mir. Ja, aber das hat mein Mitarbeiter gemacht, der ist gelernter Bildhauer. Okay. Da ging es mir nicht.